Die Star Wars Battlefront Classic Collection ist endlich da, bedeutet ein weiteres Tipps und Tricks Video für euch. Egal, ob ihr komplett zum ersten Mal jetzt die alten Battlefront Teile spielt oder wieder einsteigt, gibt es in diesem Video 50 Tipps und Tricks für die OG Battlefront Spiele. Tipp Nummer 1, sogar direkt eigentlich einer der wichtigsten im Singleplayer und auch im Multiplayer, könnt ihr in jedem Match besonders starke Waffen und Verbesserungen freischalten. Insgesamt gibt es da 9 verschiedene Medaillen und damit verbundene Auszeichnungen bzw. Belohnungen, die ihr auf unterschiedliche Art und Weise freischalten könnt. Und besonders stark sind dabei die verbesserten Waffen, die es für jede Klasse gibt. Insbesondere das Blastergewehr vom Angriffstruppler, das durch die Auszeichnung Raserei dann zum Elite-Blaster wird, mit einem Burstschuss, mit dem man so gut wie eigentlich jeden normalen Truppler in 1-2 Schüssen wegmachen kann. Aber es gibt auch sowas wie Schadensreduktion oder zum Beispiel, dass er mehr Schaden macht, was dann auch immer visuell anders dargestellt wird. Bei zum Beispiel mehr Schaden leuchtet ihr bzw. der Gegner dann rot. Und um diese Medaillen und Auszeichnungen aber überhaupt erstmal freizuschalten, müsst ihr im Falle des Elite-Gewehrs zum Beispiel 12 Kills in einem Leben machen und dann eure Waffen kurz einmal durchwechseln, um dann auf das Elite-Gewehr zu wechseln. Sterbt ihr aber, verliert ihr euren Bonus wieder. So ist das ganze System im Multiplayer eigentlich ganz gut gebalanced, dass halt eben die Leute, die gut spielen, eben belohnt werden, aber dann ihren Bonus, wenn sie sterben, wieder verlieren. Im Singleplayer gibt es dafür sogar verschiedene Stufen, je nachdem wie oft ihr diese Medaille schon erhalten habt. Das führt dazu, dass ihr bei den ersten 3 Malen gar keinen Bonus erhaltet, bis hin zum legendären Status, den ihr nach 64 Auszeichnungen bekommt und damit dann die jeweilige Auszeichnung immer direkt zu Beginn von jedem Match an freigeschaltet habt. Natürlich nur im Singleplayer. Die meisten Blaster verbrauchen Munition und müssen tatsächlich nachgeladen werden. Entweder manuell oder automatisch, wenn das Magazin leer ist. Man kennt das Ganze ja. Die Zeit, wie lange das Nachladen aber noch braucht, erkennt ihr im unteren Bereich vom Zielkreuz. Da tauchen dann nämlich so Kästchen auf, die mit der Zeit dann immer weniger werden. Außerdem wird so auch die Zeit angezeigt, zwischen denen 2 Schüsse möglich sind. Also bei bestimmten Waffen ist halt eben die Feuerrate so gering, dass ihr eure Schusstaste nicht einfach spammen müsst, sondern ihr erkennt halt eben an diesen Kästchen, wann ihr das nächste Mal schießen könnt. In Space Assault dienen die Truppenraum Schiffe wie das LRAT oder Lambda Shuttle nicht nur einfach mehrere Spieler auf einmal zu transportieren, wie der Name schon sagt, sondern falls ihr es erfolgreich im gegnerischen Hangar geparkt habt, dient das Ganze auch als Spawnpunkt, sodass ihr direkt beim nächsten Mal im gegnerischen Großkampfschiff spawnen könnt, zumindest so lange, bis es halt zerstört wurde. Deswegen ist es sinnvoll, immer wenn ihr in eurem eigenen Hangar ein solches Raumschiff seht, nehmt euch die Zeit, zerstört das Ding, sodass eben kein Gegner mehr direkt in eurem Hangar spawnen kann, beziehungsweise noch besser, zerstört so ein Transportschiff direkt im Weltraum, sobald ihr das spottet. Denn wenn das richtig gefüllt ist mit Spielern, gibt es einfach richtig viele Punkte für euer Team. Nämlich zum einen für jeden Spieler einen Punkt und da passen 4 Leute rein. Plus nochmal Punkte für das Raumschiff selbst. Ergibt zusammen also 6 Punkte, die ihr damit bekommt. Mit jeder Einheit und auch jedem einzelnen Helden könnt ihr euch rollen. Mit Alt auf dem PC und B auf der Xbox plus halt die Richtung, in die ihr wollt. Das geht halt eben in alle Richtungen. Bei Sternjägern funktioniert das Ganze auch. Da macht ihr beim Rollen sogar ein ganzes Ausweichmanöver. Entweder nach links, rechts oder nach hinten. Außerdem gibt es bei den Sternjägern auch noch ein spezielles Ausweichmanöver, nämlich das Immelmann-Manöver, bei dem man quasi so eine Art halber Looping macht und dann ebenfalls in die andere Richtung fliegt. Sowas bietet sich natürlich super an, wenn man verfolgt wird, gerade auch wenn der Gegner mit so einem Manöver nicht rechnet oder man einfach eine Rakete hinter sich her hat. Dann, gerade wichtig für den Multiplayer, wo Teamplay sehr wichtig ist, spielt die Klassen entsprechend. Ja, man hat mal Bock mit dem anderen Blaster zu spielen und muss dann leider eine andere Klasse nehmen, aber nutzt dann trotzdem die Fähigkeiten entsprechend. Als Beispiel, wenn ihr als Techniker unterwegs seid mit der Schrotflinte, dann lasst doch mal was Heilung und Munition für eure Teammates da. Oder als schwerer Truppler, benutzt nicht immer die Raketen nur, um Multikills damit zu machen, sondern helft damit auch eurem Team, indem ihr auch mal den einen oder anderen Panzer wegmacht. Die 4 Standardklassen unterscheiden sich aber nicht nur in den festgelegten Blastern und Fähigkeiten, die sie haben, sondern haben auch alle unterschiedlich viel Leben. Der Angriffstruppler und Techniker haben beide 400 Leben, der Spezialist nur 300, während der schwere Truppler einfach 550 Gesundheitspunkte hat. Und die restlichen Verstärkungseinheiten liegen so zwischen 300 beim Botaner-Spion bis hin zu 800 Leben beim Wookie. Dann, wo wir einmal bei den Verstärkungseinheiten sind, Druidikas sind mit die stärksten Einheiten, die man im Battlefront spielen kann, gerade auch mit dem Schild, was einfach 3000 Leben hat, können aber relativ einfach gekontert werden, nämlich mit dem Techniker und seinem Detonationspack, weil das Detonationspack nämlich sehr effektiv gegen Schilde wirkt und mit einem gut platzierten Detonationspack möglichst nah am Druidiker dran, könnt ihr das gesamte Schild auf einmal zerstören und dann mit 1-2 gezielten Schüssen den Druidiker komplett weghauen. Dann ein wichtiger Trick mit dem Detonationspack, was viele nicht wissen, ist, man kann das einmal ganz normal vor einen werfen bzw. ablegen, dann mit einer Bewegung von unten nach oben, während ihr die Fähigkeiten-Taste gedrückt haltet, könnt ihr es etwas weiter von euch wegwerfen. Und wenn ihr dabei kurzzeitig lauft und dann das Pack werft,
fliegt das einfach richtig weit. Und so könnt ihr halt eben dann zum Beispiel das Schild vom Druidiker aus relativ sicherer Entfernung zerstören. Dann hat der Techniker auch noch den Fusionsschneider mit dabei. Mit dem könnt ihr nicht nur Geschütze, Fahrzeuge, Druiden und so weiter reparieren, sondern auch gegnerische Panzer und Fahrzeuge hacken und auseinandernehmen. Das Ganze ist zwar etwas tricky, weil ihr direkt am Fahrzeug stehen müsst und der Hackvorgang auch ein bisschen dauert, aber ihr könnt damit den gegnerischen Panzer kurzlegen. Bedeutet, alle Gegner springen dann automatisch aus dem Panzer, was euch entweder die Möglichkeit gibt, die einfach, während die noch verwirrt sind und keine Ahnung haben, was überhaupt gerade passiert ist, könnt ihr die einfach wegmachen. Oder aber ihr könnt dann einfach selbst in den Panzer reinspringen und einfach für euch selbst benutzen dann. Außerdem kann man mit dem Fusionsschneider auch noch Minen vom schweren Truppler deaktivieren und entschärfen. Ansonsten können solche Fahrzeugminen nämlich nicht zerschossen werden, aber immerhin noch mit explosiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel mit dem Thermaldetonator, ausgelöst werden. Ihr solltet dann halt eben nur nicht unbedingt direkt daneben stehen. An jedem von euren Kommandopunkten, der euch gehört, könnt ihr eure Klasse wechseln, ohne dafür wieder reinspawnen zu müssen. Ist natürlich super, wenn sich gerade irgendwie ein Panzer in der Nähe befindet, einfach schnell auf den schweren Truppler switchen oder wenn was repariert werden muss, schnell auf den Techniker switchen und dann wieder zurück zu eurer normalen Klasse. Im Singleplayer gibt es die Möglichkeit, jederzeit zwischen beiden Teams hin und her zu wechseln. Ihr wechselt dann aber nicht nur das Team, sondern ihr übernimmt auch dann die jeweiligen Kommandoposten und auch die Punktezahl der Gegner. Also wenn die Gegner gerade am Verlieren seid und ihr rüber wechselt, seid ihr halt eben auf einmal im verlierenden Team. Wenn ihr, während ihr sprintet, springt ihr ein wenig weiter und höher als ohne Sprint. Insbesondere wenn eure Ausdauer fast am Ende ist, kann man kurz bevor die Ausdauer ausläuft noch einen Sprung einbauen, um nochmal ein paar extra Meter mitzunehmen. Gerade vor allem, wenn man sowieso in ein Fahrzeug einsteigen will, ist das ziemlich nützlich. Als Sniper bietet es sich natürlich an, eine erhöhte oder geschützte Position zu suchen und von da aus dann die Gegner wegzumachen. Dafür könnt ihr auch hinter euch oder an einem Chokepoint in der Nähe einfach euer Geschütz dann noch aufbauen, sodass ihr rechtzeitig mitbekommt, falls sich ein Gegner von hinten anschleicht, weil euer Geschütz eben auf den schießt. Außerdem könnt ihr das Geschütz vom Sniper auch benutzen, um an Orte zu gelangen, wo man sonst nicht unbedingt hinkommt oder hinkommen sollte. Man kann nämlich auf das Geschütz draufspringen und von da aus dann weiter irgendwo hochspringen. Egal ob ihr reinzoomt oder nicht, eure Genauigkeit von eurem Blaster bleibt immer gleich. Mit Q auf dem PC oder X auf der Xbox visiert ihr gegnerische Fahrzeuge an. Sobald sich der Kreis in eurem Zielkreuz geschlossen hat, ist der Lock-On bereit, bedeutet eure Raketen verfolgen das Ziel dann auch. Insbesondere bei Sternjäger ist das sehr wichtig, wenn die halt eben schnell unterwegs sind. Mit gedrückt halten könnt ihr dann den Gegner auch wieder entfällen. Und wenn wir dann einmal bei den Sternjägern sind, gibt es auch mal ein paar Tipps dazu, beziehungsweise zum Space Assault Modus. Wie bei den normalen Trupplern gibt es auch für die Sternjäger vier verschiedene Klassen. Einmal den Truppentransporter, normale Jäger quasi als Allrounder, Abfangjäger und Bomber. Dabei unterscheiden sich die Klassen aber nicht nur untereinander in ihren Fähigkeiten, sondern auch zwischen den verschiedenen Fraktionen haben die Raumschiffe teilweise dann auch unterschiedliche Fähigkeiten. Deswegen, falls ihr einen eurer Sternjäger bzw. eine Klasse von eurer Fraktion nicht mögt, könnt ihr einfach im gegnerischen Hangar schnell landen, einfach eins von denen klauen und benutzen. Wie bei den Trupplern kann man auch mit den Sternjägern sprinten bzw. halt schnell fliegen, was Ausdauer verbraucht. Man kann aber auch langsam fliegen, indem man einfach keine Taste drückt, oder ganz langsam fliegen, indem man einfach die da hinten Taste gedrückt hält. Solange fliegt euer Schiff dann besonders langsam. Nützlich, wenn man zum Beispiel eine scharfe Kurve fliegen will oder mit dem Bomber unterwegs ist. Da sollte man, also wenn man mit dem Bomber unterwegs ist und seine Torpedos verschießt, immer etwas weiter nach oben zielen. Je nachdem, wie weit ihr vom Ziel entfernt seid, weil die Torpedos nämlich nach unten fallen. Ist am Anfang vielleicht etwas schwierig, das nur einzuschätzen, aber das lernt man eigentlich relativ schnell. Bei einigen Sternjägern, wie zum Beispiel dem LAAT oder auch bei den gesamten Bombern, kann man meistens immer mehrere Torpedos schnell hintereinander abfeuern, bis die auf Cooldown gehen. Deswegen am besten einfach immer alle Torpedos, so viele wie gehen, auf einmal abfeuern. Bevor ihr im Space Assault Modus die Großkampfschiffe von außen zerstören könnt, müsst ihr zuerst die Schilde deaktivieren. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr von außen einfach auf die Schilde drauf schießt, oder aber ihr zerstört von innen den Schildgenerator. Außerdem von innen und auch von außen zerstörbar ist das Lebenserhaltungssystem und die Triebwerke. Das heißt, am besten, wenn man von außen angreift, erst auf die Kommunikationsanlage, das Sensorrelais oder die Brücke gehen, weil man weiß ja nicht, wer von innen gerade schon unterwegs ist und das Lebenserhaltungssystem und die Triebwerke von innen zerstört. Besonders effektiv gegen all diese Strukturen im Inneren des Schiffs sind da die Zeitbomben vom Piloten. Da reichen für die meisten so 2-3 aus. Auffüllen könnt ihr dann die Zeitbomben und auch euer Leben an 2 Droiden, die immer an derselben Stelle im Hauptraum stehen. Einmal links, einmal rechts. Und ein guter Trick dabei ist, sich aber in die Ecke davor zu stellen, weil man da zum einen viel geschützter steht, aber die Heilung bzw. Munition trotzdem durch die Wand durchbekommt. Ansonsten sollte aber auch so der Pilot eigentlich immer gewählt werden in Space Assault, weil er dadurch, dass er einen Fusionsschneider dabei hat, quasi die Fähigkeit hat, dass er automatisch sein eigenes Schiff repariert. Das dauert zwar ein bisschen, ist etwas langsam, aber wenn man sowieso nur draußen rumfliegt, besser als nichts.
Die Marine-Klasse, würde ich sagen, lohnt sich eigentlich nur, wenn man im eigenen Hangar gerade Feinde bekämpft, weil die Klasse eben den effektiveren Blaster dabei hat. Zu Beginn einer Runde Space Assault lohnt es sich auf jeden Fall zunächst mit einem Bomber zu starten und die Fregatten, die die Großkampfschiffe begleiten, zu zerstören. Nicht nur, weil es gut Punkte gibt, sondern weil man damit auch ein paar Autogeschütze weniger hat, die auf einen schießen. Danach, wie eben schon erklärt, Schilde vom Großkampfschiff deaktivieren und dann solltet ihr versuchen, von innen noch das Autogeschützsystem zu zerstören. Damit fällt es dann außen auch viel einfacher, das Schiff zu zerstören und man wird auch einfach bei den normalen Dogfights nicht mehr von denen gestört und von der KI dann gekillt. Ihr könnt aber auch selbst in die Geschütze steigen und halbwegs sicher von eurem eigenen Schiff aus von innen versuchen, gegnerische Sternjäger abzuschießen, was zugegebenermaßen eher schwierig ist, und sobald ein Gegner in eurem Schiff ist, sitzt ihr da halt eben komplett schutzlos AFK in eurem Sitz und könnt von denen einfach abgefarmt werden. Im Singleplayer könnt ihr eurem Team spezifische Kommandos und Anweisungen geben. In Battlefront 1 könnt ihr auch 4 verschiedene Befehle geben: ausschwärmen, entspannen, folgt mir oder Position halten. In Battlefront 2 könnt ihr lediglich anweisen, dass Einheiten euch folgen sollen, beziehungsweise diese damit gedrückt halten, wieder entlassen. Dafür könnt ihr aber im zweiten Teil auch spezifisch auf Einheiten zielen, die euch dann folgen sollen, und ihr könnt auch verbündeten Fahrzeugen signalisieren, dass sie auf euch warten sollen. Zum Beispiel, wenn die vor euch wegfahren und ihr die aber benutzen wollt. Hier kann man ja bei den Fahrzeugen generell ja immer die KI ersetzen und einfach aus dem Fahrzeug rauswerfen und das selbst benutzen. Und in einem Fahrzeug selbst könnt ihr auch nochmal Teammates sagen, dass sie mit ein- oder aussteigen sollen. Zu Beginn folgt euch erstmal immer nur eine Einheit und je höher ihr levelt, desto mehr folgen euch später dann. Außerdem könnt ihr auf dem PC mit den F-Tasten von F5 bis F12 allerhand Anfragen und Befehle für eure Teams geben. Gerade im Multiplayer ist das natürlich nützlich, um schnell mal Munition oder Heilung anzufragen und euren Teammate zu signalisieren, ey yo, ich brauche mal ein bisschen was. Ob das auch auf den Konsolen geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil da gibt es ja nicht so viele Tasten. Müsstet ihr am besten einfach mal im Menü nachschauen. Dann gibt es in Battlefront 1 noch das Feature, dass ihr euch hinlegen könnt, gerade natürlich als Sniper ideal. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu erklären. Steuerung auf dem PC, Doppel-B auf der Xbox. In Battlefront 2 gibt es das Feature aber leider nicht mehr. Anders als in den neuen Battlefront-Teilen spawnen Fahrzeuge immer automatisch an eurem Spawn bzw. eurem Basiskommandopunkt und spawnen auch erst nach einer gewissen Zeit wieder, wenn eins zerstört wurde. Also wenn ihr in einem Fahrzeug unterwegs sein sollt, am besten mal an eurer Base vorbeischauen. Gerade zu Beginn einer Runde macht es in Eroberung Sinn, hinten bei eurer Base zu spawnen und sich einfach einen Panzer zu schnappen, damit dann direkt durchzuballern zum mittleren Kommandoposten, der nämlich zu Beginn noch keinem Team gehört. Somit könnt ihr den dann eigentlich relativ schnell einnehmen oder halt eurem Team helfen, den gegnerischen Panzer, der dieselbe Idee hatte, zu kontern. Die meisten Fahrzeuge und auch einige der Sterne haben Platz für mehrere Spieler, die zum einen dann einfach mittransportiert werden können. In den meisten Fällen kann man aber auch in diesen anderen Positionen direkt Geschütze und so weiter mitbedienen. Standardmäßig ist im Singleplayer Friendly Fire aktiviert, also dass ihr eure Kollegen, die sehr, sehr gerne mal einfach im Weg rumstehen, mit eurem Blasterfeuer und mit euren Granaten killen könnt und damit im Endeffekt helft, dem Gegner zu gewinnen. Das Ganze könnt ihr aber in den Optionen einfach deaktivieren, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ebenfalls anders in den neuen Battlefront-Teilen könnt ihr in den alten Spielen noch die komplette Minimap einsehen. Das hilft natürlich nicht nur am Anfang, die Map besser kennenzulernen, sich zu orientieren, sondern ihr seht auch, wie die Gegner sich positionieren und in welche Richtung sie laufen. Dann vielleicht noch ein paar Map-spezifische Tipps. Auf Maps mit Brücken, wie zum Beispiel auf dem Todesstern oder Mustafa, können Brücken eingefahren werden, indem ihr die Steuerung zerschießt. Bedeutet also im richtigen Moment, wenn da vielleicht 1, 2, 3, 4 Gegner drauf sind, könnt ihr damit gerade auf Mustafa ein paar Kills mitnehmen, aber auch so gut, um Kommandoposten und Wege einfach voneinander abzutrennen. Als Techniker könnt ihr dann aber wiederum Brücken mit eurem Fusionsschneider wieder reparieren und aufbauen. Auf Polis Massa gibt es einen Außenbereich, der, da Polis Massa ein Asteroid ist, eben im Weltraum ist. Und alle Einheiten, abgesehen davon, wenn man in einem Fahrzeug sitzt, logischerweise dann Schaden erhalten, außer die Droiden. Was natürlich perfekt ist, um sich als Droide an den Panzern dort vorbeizuschleichen und das gegnerische Team zu flanken und dann von hinten alle anzugreifen. Oder ihr könnt natürlich auch als eine andere Fraktion einfach den Panzer nehmen, um so halt eben auf die andere Seite zu kommen. Auf Hoth hat das Imperium AT-ATs als Verstärkung, die man entweder mit dem Kabelseil von einem Snowspeeder zum Fall bringen kann oder aber mit normalem Beschuss und Raketen, dann aber unbedingt auf den Hals zielen. Hier liegt nämlich der Schwachpunkt und der macht extra Damage. Und alle anderen Fahrzeuge haben in den Battlefront-Teilen übrigens auch Schwachstellen. Hier ist mal eine kleine Übersicht über die verschiedenen Fahrzeuge und deren Schwachpunkte. Und jedes Mal, wenn ihr solchen kritischen Treffer landet, egal ob jetzt bei einem Fahrzeug oder als Headshot bei einem Truppler, wird euch das immer im Fadenkreuz mit einem entsprechenden Hitmarker angezeigt. Und als letztes gibt es noch ein paar Tipps, wenn ihr mit Helden spielt. Alle Helden haben nämlich neben ihrem Standardangriff auch noch zwei weitere Fähigkeiten, zwischen denen ihr hin und her switchen könnt. Es wird aber wie bei den anderen Einheiten immer nur die aktive ausgewählte Fähigkeit angezeigt, also vergesst da nicht, auch mal durchzuwechseln und die anderen Fähigkeiten auszuprobieren. Einige der Helden haben sogar auch zwei Standardangriffe, zum Beispiel Chewbacca, Jango oder Boba Fett. Der hat zum Beispiel seinen normalen Blaster und seinen Flammenwerfer als Standardangriff
Hier lohnt es sich also auch einfach mal durchzuswitchen oder sich die Beschreibung der Helden etwas genauer durchzulesen. Wenn ihr mit eurem Helden sprintet und dann die Angriffstaste drückt, macht ihr einen mächtigen Schlag, der nicht nur viel Schaden macht, sondern alle getroffenen Gegner auch umwirft. Dann können alle Lichtschwerthelden mit ihrem Lichtschwert Blasterschüsse ablocken und auf Gegner zurückreflektieren. Das Ganze verbraucht aber Ausdauer. Deswegen sollte man gerade als Held, wenn man mit dem ja eigentlich meistens immer wie wild durch die Gegend sprintet, sollte man immer ein Auge auf seine Ausdauer haben. Wenn ihr den Lichtschwertwurf benutzt, versucht euch immer so zu positionieren, dass möglichst viele Gegner in einer Linie stehen. Und wenn das Lichtschwert zurückkommt, in verschiedene Richtungen bewegen, weil es auf dem Rückweg auch nochmal Schaden macht und ihr nochmal den einen oder anderen Kill mitnehmen könnt. Der Würgegriff ist mit einer der OP-sten Fähigkeiten der Helden, weil ihr den einfach unendlich lang benutzen könnt und der Gegner einfach gefangen ist, sodass entweder andere ihn einfach beschießen können oder ihn halt so lange wirkt, bis er tot ist. Außerdem fallen die Gegner nach dem Würgegriff auch erstmal zu Boden, falls ihr irgendwie dabei unterbrochen werdet und kann dann so nichts machen, ist angreifbar. Also eine sehr starke Fähigkeit, vor allem gegen andere Helden und starke Verstärkungseinheiten wie den Wookie. Als Lichtschwertheld könnt ihr so lange hintereinander springen, wie ihr Ausdauer habt. Mit voller Ausdauer ist das bis zu 4 Mal und ihr könnt auch abwechselnd immer in die verschiedenen Richtungen springen. Ausnahme ist hier Grievous und Palpatine kann nach seinem zweiten Sprung auch noch eine ganze Weile durch die Luft schweben. Und Darth Maul hat eine versteckte Angriffskombination, wenn ihr die Angriffstaste gedrückt haltet. Nach eigentlich 3 Attacken ist bei den meisten Helden immer die Combo fertig. Haltet ihr aber beim 3. Schlag die Schlagtaste noch gedrückt, fuchtelt Darth Maul nochmal richtig mit seinem Lichtschwert durch die Gegend, das sogar nochmal Gegner dann zurückwirft. Im Battlefront 1 gibt es zwar auch Helden, die aber zum einen erst im Menü aktiviert werden müssen und zum anderen dann auch nur von der KI gespielt werden können und dann auch nicht normal gekillt werden können durch Beschuss oder durch Explosion, sondern lediglich von der Map geworfen werden können oder mit einem Fahrzeug überfahren werden müssen. Und damit sind wir am Ende. Waren jetzt, glaube ich, sogar auch etwas über 50 Tipps, aber die meisten Tipps waren jetzt auch eher hauptsächlich auf den zweiten Teil bezogen, funktionieren meist aber auch im ersten Teil. Aber falls ihr noch so weitere Tipps und Tricks habt, egal ob zum ersten oder zum zweiten Teil, schreibt sie auf jeden Fall gerne auch für die anderen in die Kommentare. Und wenn ihr Bock auf mehr Battlefront habt, lasst gerne ein Abo da, schaut in den Livestreams vorbei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.